Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Heute mit Touchdown. Und warum hier? Weil Schild ist kaputt, ne? So, dann gucken wir mal, ob ich hier einen Touchdown landen werde oder ob es doch nur wieder der Lattenschuss wird. bessere Metapher ist mir gerade nicht eingefallen. So, da würde ich gerne hoch. Da, oh, das hat aber gefiept im Ohr. Es geht aber leider erst, wenn ich hier was auch irgendwie rauflegen kann. Das ist auch interessant. Muss es von der Seite kommen und fallen oder so? Keine Ahnung. Was machen wir denn hier getimtes? Nichts. Doch, ein Würfel. Okay, das gilt da oben. Es flackert ein bisschen. Warum flackert es? Was flackert? Flackert ein Grafikbug oder flackert ein Licht? Flacker, flacker. Sieht eher aus wie ein Bug. Okay, also hier könnte ich ihn ja gerne mal raufwerfen, aber... Ach so, das ist ja natürlich ganz simpel. Wir lösen ihn auf. Die Frage ist, hinterlasse ich ein Portal? Ich hinterlasse ein Portal. Das ist immer besser. So. Okay, schon mal die erste Würfelopferung rausgefunden. Ich bin so klug. K-L-U-K. So, da könnte ich runter. Hier könnte ich... Was ist das denn? Wie süß. Hier kann man auch wieder raus irgendwie. Vor allen Dingen der Witz ist ja, ich komme ja jetzt hier gar nicht mehr runter. Also außer durchs Portal. Wenn ich hier durchgehe, ist sowieso alles vorbei. Dann komme ich aber wieder raus. Also hier haben wir einen normalen Grill, dann sind die Portale weg. Aber da komme ich wieder raus. Dann kann ich auch erstmals den Strahl holen. Das konnte ich ja von unten nicht. Und wenn ich hier runtergehe, ja, kann ich auch nicht viel mehr machen. Ich wollte sagen, meine Portale bleiben erhalten durch diesen Grill, aber ich habe auch keine Portalfläche, die irgendwie was erhalten würde. Ja, nicht erhalten, die mich irgendwie durchlassen würde. Ich glaube, hier unten ist nichts. Ich weiß es nicht. Aber da, dann ist doch die andere... Achso, da komme ich wieder raus. Ich probiere es einfach mal. Ich muss es mir ansehen. Hier ist nichts. Davon habe ich herzlich wenig. Ich hatte da blau hinterlassen. Ich kann mir jetzt schön ein bisschen die Gegend angucken da am Anfang. Aber da komme ich nicht mehr zurück. Aber irgendwie bräuchte ich hier den Würfel, um den Ausgang aufzumachen. Und dann muss ich auch noch zum Ausgang hin. Huh! Stelle ich mir etwas schwierig vor. Ich glaube, das ist nicht der gewollte... Ist ja auch knapp. Hier steht man so an der Kante. Oh. Irgendwelche Profis schaffen das bestimmt, aber das ist nicht gewollt, hier über die Kante zu springen, sage ich mal. Gut, müssen wir anders machen. Da drüben ist ja auch noch Zeug. Vielleicht fange ich mal mit dem Strahl an. Was auch immer ich mit dem will. Jetzt habe ich mein Portal vergessen. Aber ist ja eh egal, ich laufe ja durch den Grill. Also, ich könnte jetzt was ziehen. Achso. Könnte mich ziehen, und zwar hier hoch. Was ich auch noch gar nicht ausprobiert habe, ich kann auch drücken. Nee, ist nicht drücken, ist was anderes. Was ist denn das schon wieder? Das ist da den Grill aufmachen. Das heißt... das wird noch kompliziert. Also der Würfel muss darauf. Was jetzt nicht das Schwerste ist, weil ich... doch, ist das Schwerste. Krieg ihn ja hier nicht durch. Okay, was ist denn hier? Da haben wir ja auch noch was. Wie drehe ich denn den Strahl um? Wo ist denn das? Moment mal, hat der Knopf auch den Strahl umgedreht? Mal gucken. Ah, ja, okay. Dann macht das zum Drückstrahl. Da habe ich leider noch nicht drauf geachtet. Das ändert leider nichts. Weil ich da ja nicht reinkomme. Da komme ich ja nur raus. Oder da käme irgendwas raus. Na, mal gucken, Moment. Also, trotzdem tue ich jetzt mal, was ich tun kann. Oh, nein. Kann ich ja gar nicht. Ich könnte da rein. So. Ich weiß auch nicht warum, aber ich will den Würfel dahin bekommen. Damit ich ihn danach irgendwo hin drücke. Aber wo? Verdammt. So, Moment mal. Ich könnte ja auch
bringt mir aber auch nicht viel. Ihn hier rauflegen, ihn dann... Ah! Nee. Wegdrücken hilft nicht, weil in dem Moment, wo ich drücke, zieht er wieder. Dann geht er kaputt. Verdammt, das bringt nichts. Ich würde ihn gerne reinziehen, um mal meinen Gedankengang jetzt langsamer zu äußern. Ich würde ihn gerne reinziehen und dann da wieder rausdrücken. Aber da kann ich ihn nicht reinziehen und hier reinziehen bringt mich nicht hoch. Bringt mich da hoch, aber dann kann ich die Verbindung nicht halten, oder? Letztendlich geht es darum, den Ziehstrahl da hinsetzen zu können. Und dafür muss ich den Grill aufkriegen. Also ich gehe jetzt mal hoch. Vielleicht ist da was, was ich noch nicht gesehen habe. Aber ja, schön. Jetzt sind der Würfel und ich eins. Jetzt sind meine Portale weg. Jetzt kann ich... Ach, ich kann ja gar nicht drücken. Ich muss ihn... Tja... Hier komme ich nur runter, wenn da wieder was liegt. Ich will aber gleichzeitig mit dem Würfel da hantieren. Das ist sehr blöd. Da konnte ich mich auch zurückziehen und da hoch. Ah, dass ich ihn hier erstmal hin drücke. Das würde gehen. Nee, würde auch nicht gehen. Ich käme hier hoch. Doch, Moment. Ach man, nochmal auflösen. Also Ziehstrahl. Würfel hier unten. Nee, ist Quatsch. Was wollte ich denn jetzt machen? Jetzt wollte ich da wieder hoch. Dann habe ich aber den Würfel nicht. Egal. Ich stelle eine andere Verbindung her. Es geht darum... Moment. Durchschießen kann man durch den Grill nicht. Es geht ja auch nicht. Doch, ich habe jetzt... Genau, ich habe jetzt den Strahl. Jetzt kann ich mich da hochziehen. So. Und jetzt können wir zumindest schon mal reinziehen und rausdrücken. Wenn auch nicht in diesem Raum hier in der Mitte, aber vielleicht geht da noch was. Da frage ich mich, wie das jemals gehen soll, dass ich dann Portal platziere, was ich auch nutzen kann. Der Grill hier wird nie weggehen. Na, muss ich mal gucken. So, jetzt kann ich... Das geht ja auch nicht. Wie soll ich denn den Würfel jetzt irgendwo reinziehen und wieder rausdrücken? Muss ja dieses Portal halten. Wenn ich da jetzt die Verbindung setze... Man soll ihn auch nicht werfen, abgesehen davon, dass ich das nicht kann in dieser Entfernung. Boah, ne? Jetzt haben wir die Verbindung. Ist auch Blödsinn. Hätte der... Konnte er nicht... Er konnte noch nicht da oben sein, oder? Na, sag mal. Ich kann ihn hier wegziehen. Also jetzt nicht mehr, aber bis eben konnte ich das noch. Aber das hilft mir doch nichts. Dann schwebt er hier. Fällt runter, landet hier so in der Mitte. Da ist eigentlich auch nichts Sinnvolles. Hier komme ich auch noch nicht hoch. Okay, wie viele Versuche will ich hier noch starten? Also lassen wir mal da unten die Verbindung. Hat das eben auch noch nichts gebracht. So komme ich nur hier in die Mitte hoch. So, die Verbindung zu schaffen bringt mir nichts. Die verliere ich auf jeden Fall. Egal wie ich hier wieder rausgehe, ich gehe entweder durch den Grill auch raus oder gar nicht. Sind keine Flächen, die sich gegenseitig unterstützen würden, um den Würfel remote-mäßig da irgendwie hoch und runter zu bekommen. Das ist... Also vom Knopf rauf und runter zu bekommen. Das gibt's doch gar nicht. Und wie komme ich überhaupt am Ende zum Ziel? Wie schaffe ich diese Höhe? Hier kann ich doch auch keinen Strahl setzen. Hä? Ist mir alles noch recht unklar, muss ich sagen. Und das Schlimmste ist, mir fehlt der Anfang.
Würfel ziehen, Würfel hier rausdrücken. Wie sollte sowas gehen? Versteife ich mich zu sehr drauf, dass der jetzt hier rein soll? Aber wo sollte er mir sonst helfen, ne? Hier muss er rauf. Damit ich da mal irgendwann rüberkomme. Was auch immer ich da noch anstelle. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Tja, es führt ja alles zu nichts. Okay, also wenn ich ihn von hier aus wegziehe, bleibt er zumindest ganz. Hilft mir nicht viel, dann schwebt er da über der Suppe. Ich kann auch das Portal nicht wegschießen, also ich muss ihn auf jeden Fall bis zum Ende ziehen. Und es wird ja wohl mit dem Gitter so sein, dass er nicht durch soll, genau. Tja. Da ist auch kein Trick dabei, also der fällt nicht über irgendeine Portalkante dann. Wenn er fällt, dann fällt er richtig. Wenn er fällt, dann schreit er. So, ich hätte jetzt... Ich komme immer noch nicht auf eine Verbindung raus. Das Beste, was ich geschafft habe, war diesen hier. Jetzt ist der Würfel gefallen. Jetzt bin ich wieder hier oben. Was ist denn jetzt los? Müsste er nicht kaputt gegangen sein? Ach, der kommt noch nicht mal automatisch neu. Hier kommt im Übrigen auch noch einer. Das hatten wir ja noch gar nicht. Wann kriege ich denn den mal? Gibt es dafür einen Indikator? Würde mir sehr helfen wahrscheinlich, aber... Sieht nicht so aus, als wenn ich den jetzt bekomme. Da kann ich natürlich nichts treffen von außen. Ja, okay, also hat er noch nicht mal Auto-Respawn. Wie schön. Jetzt habe ich wieder die Verbindung, die mir überhaupt nichts bringt. Merde, ich gehe nochmal da hoch. So, Würfel klebt jetzt da. Jetzt kann ich... Ich kann hier nichts machen, das gibt's doch gar nicht. Es gibt auch keine Chance, den Würfel da wieder zurückzubekommen auf diesen Knopf. Von hier oben. Das gibt's doch gar nicht. Das Portal kann ich nicht nutzen mit dem hier zusammen. Jetzt geht gerade wieder gar nichts. Ich bin komplett ratlos. Komplett ratlos. Im Übrigen... Hier war ja auch kein Fisch. Warte mal, das ist doch auch... Das bringt auch nichts. Also, nicht, dass ich irgendwie mit dem Würfel einen Drückstrahl mache. Dann drücke ich mich halt auch nur da an die Wand ran. Hilft mir herzlich wenig. Also. Nochmal hochgehen. Aber ich habe es zumindest noch nicht probiert. Aber ich wüsste nicht, warum. Sagen wir mal so. Super, ne? Kann ich mich da hinten an eine Wand drücken. Unwiderruflich. Will ich da oben, wenn ich überhaupt hoch könnte? Ah, Moment. Das könnten wir ja zumindest mal ausprobieren, Gottes Willen. Also, ich ziehe mich rein. Aber bringt ja nichts. Ah, halt, halt, halt. Ich muss ja ziehen. Nein! Dann müsste er woanders liegen. Dass ich zumindest von oben was machen kann und den... Ach so, Moment. Ja, vielleicht ergeben sich da doch Möglichkeiten. So, dass ich jetzt... So geht das Ganze los. Oh Gott. Dass ich ihn jetzt dahin ziehe, dann habe ich den Drückstrahl. Dann ist aber die nächste Frage, was soll ich denn hier mit dem Drückstrahl? Kann ja trotzdem wieder nichts machen. Der Würfel muss da hoch. Wir haben... Da
Da ist zu. Also ich ziehe ihn, lass ihn fallen. Dann habe ich den Drückstrahl. Ich kann ihn aber nicht mehr hier in den Ziehstrahl reinbekommen. In die, ich sage, sei denn, ich hätte ihn jetzt hier hingelegt. Wenn ich ihn hier oben hätte, würde es mir nichts bringen. Hier kann ich jetzt nicht durchgehen. Das ist eh alles verloren. Ach so, nee, dann wäre ja wieder offen. Das ist der... Oh Gott, hat ja ewig gedauert. So, also. Ziehen, fallen lassen. So. Rückstrahl ist vollkommen egal. Ich will hier nichts drücken. Ich will jetzt endlich diese Verbindung schaffen. Ei, ei, ei. Okay, so. Jetzt. Jetzt kriegen wir ihn rein. So. Und jetzt will ich da hinten was machen. Jetzt habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht und bin erstmal durch alle möglichen Grills gelaufen. Oder zumindest durch den einen. Aber ich will jetzt sehen, was da hinten ist. Ist die Frage, hätte ich es anders machen können? Eigentlich nicht. Ich habe den Würfel darauf gelegt. Hier ist auf jeden Fall zu, denn der Würfel liegt ja jetzt da oben. Da ist auf jeden Fall ein Grill. Irgendwie muss ich ja rauskommen. Jetzt habe ich den Strahl und jetzt gucke ich mir das Ganze mal an, zumindest. Da geht auch wieder was. Oder ist hier was versteckt? Ach so. Oh, da schießt es mich da hinten rüber. Oh, jemine. Da könnte ich mich hochziehen, aber auch nicht allzu weit. Was macht ihr denn hier so? Ja, toll. Hat das was mit dem Grill zu tun? Würde man den von innen aufmachen? Wenn er jetzt nicht gerade schon weg wäre? Okay, das wäre das. Warum haben wir hier eigentlich zwei Flächen? Aus Bequemlichkeitsgründen? Und was macht der da? Der macht... Kann man kaum sehen. Der macht den anderen Würfel endlich. Okay, ich will einfach nur rüber. Aua! Ich hatte Nase bekommen. So. Oh, Wahnsinn. Okay, dann ist die Frage, will ich hier irgendwas anderes? Hier muss noch ein... Nee, was? Hier soll noch ein Würfel rauf, den man später wieder wegzieht oder so? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es beantwortet aber noch lange nicht die Frage, wie ich zum Ziel hochkomme, verdammt. Darf ich mal fragen, wo der gerade hin ist? Kam der da nicht raus gerade? Oh, ich hatte ihn schon gezogen. Der Strahl war noch da. Oh, oh. Leider komme ich jetzt da gar nicht hin zurück. Aber ich schaff's nochmal. So, ich ahne was. Jetzt muss ich den anderen Würfel... Jetzt ist der da leider nicht gelandet. Ich glaube, ich muss das nochmal neu arrangieren. Also ich komme jetzt an den Strahl nicht ran. Das heißt, ich muss wieder da hoch, indem ich den opfere. Dann ist natürlich erstmal der Grill da. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht. War jetzt ein Zufallsprodukt, aber das war gar nicht so schlecht, dass ich den da hingezogen habe. Und das ist auch der Grund, warum es diese Fläche gibt. Wobei es dann keinen Grund für diese Fläche gibt, ehrlich gesagt. Ja gut, also, ne? Das wird es sein, denke ich mal. Das ist die Verlängerung von dem Dropper hier. Dass man den schon mal da drüben hat. Drauflegen muss ich ihn natürlich immer noch selbst. So, jetzt machen wir es mal genauso wie vorher auch. Ne, warte mal, wie hatte ich es denn gemacht? Ach, das war ja auch mit zweimal rumlaufen, ne? Oder nicht? Ich glaub schon. Ne, stimmt ja gar nicht. Ich konnte es alles von hier mal. Shit, Moment. Würfel konnte hier liegen, ich musste hoch. Musste ich überhaupt hoch? Ich musste hoch, um in die Mitte, ja, ja, um in die Mitte zu kommen. Okay, also er startet wieder von hier. Ich ziehe mich einmal rein. Ich mache das jetzt nur aus dem Grund, weil der halt noch nicht richtig liegt, ne? Also ich muss den... Wobei, das ist ja auch so eine Sache. Ja, ich muss ein paar Mal rum, fürchte ich. Okay, also, jetzt kommt er wieder... Dahin. So, jetzt ist hier wieder offen. Ja, kennt man. Backtracking. Aber kein Problem. Wenn es gut gemacht ist, kümmert mich sowas nicht.
So. Jetzt haben wir da wieder offen. Jetzt kann ich mich wieder rüberziehen. Vielleicht ist eigentlich auch kein Grund. Habe ich gerade überlegt, dass das jetzt nicht stört, wenn ich den da hinziehe, aber ist ja eh vergittert. Also ich nehme mal die andere Fläche. Dann fühlt sich der Companion vielleicht wohler da. So, jetzt mache ich von innen auf. Und was mache ich eigentlich noch? Ah, ich ziehe mich selber raus. Tue ich das? Ich meine, könnte sein, ne? Aber wozu? Ach so. Nee, auch nicht. Ich habe ja die Befürchtung, dass ich hier Würfel austauschen muss. Das heißt, ich müsste jetzt... Oh Gott. Oder ich ziehe den Würfel raus. Kann natürlich genauso sein. Ich glaube, ich ziehe nur den Würfel raus. Und mich selber nicht. Also es geht nur einer von beiden, ne? Solange der... Oder sobald der Würfel rausgezogen wird, geht's mit mir nicht mehr. Und da... Da habe ich eigentlich keinen Grund mehr raufzugehen. Ich glaube, ich bin dann in diesem Bereich fertig. Ich habe gerade noch überlegt. Aber Moment, ich habe doch das jetzt... Ich habe doch das jetzt eingerichtet, dass der den Grill hier aufmacht. Warum habe ich denn das gemacht? Ist dieser Bereich hier noch wichtig? Wenn ich den jetzt rausziehe, ist der da oben. Dann ist doch alles gut. Ich selber spaziere hier raus, opfer den wieder und komme wieder hoch und kann mir den anderen irgendwie holen. Dann habe ich sie beide in dem Bereich. Ich weiß halt noch nicht, wie es in dem Bereich weitergeht, aber dieser Bereich hier erscheint mir nicht mehr sinnvoll. Deswegen, vielleicht... Nee, ist auch Quatsch. Ich komme hier immer raus. Also es ist kein Sicherheitsding. Von wegen, du musst hier diesen Grill aufmachen. Na gut, ich habe ein bisschen Angst. Ich neige dazu, jetzt das abzuspeichern. Ansonsten, ab geht die Reise, mein Freund. Und ich selber werde mal auch den Weg gehen, aber schleunigst aussteigen, wenn ich da bin. Weil das ist nicht gesund. So, der ist jetzt da oben. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich da wieder hochkomme. Was ja nicht so schwer ist. So, jetzt komme ich... Doch, ich komme schon ran. Ich könnte ihn auch schon runternehmen. Ich habe keine Vorstellung vom Ende. Das ist ein echtes Problem. Soll ich hier noch Würfel stapeln und springen? Kann es doch nicht sein. Leider, um mir das jetzt anzugucken, müsste ich da wieder runtergehen. Na gut, ich schaffe erstmal den anderen wieder rein. Oder soll das jetzt vielleicht mit dem... passieren? Ist auch die Frage, wo der Companion hin soll am Ende. Weil Laserwürfel muss ja irgendwie mal dahin. Ich glaube auch nicht, dass da noch mehr... Vielleicht ist da... Selbst das würde mir nichts helfen. Hab gerade überlegt, wenn da weiße Fläche direkt hinter wäre, ohne Grill, dass ich reinschießen könnte, aber ich könnte nicht eintreten von da. Nirgendwo. Okay, ich würde sagen... Ich gehe mal hoch zu meinem Freund hier. Die Frage ist, jetzt könnte ich vielleicht den schon hinlegen und den dann nachholen. Ich meine, ja, keine Ahnung. Achso, es ist ja ein Rückstrahl. Rückstrahl ist blöd. Dann müssen wir das doch von oben wieder ändern. Also reinziehen. Wo will ich den hinhaben? Wenn ich den reinhaben will, dann müsste der jetzt einfach hier runter. Dann würde ich das ja auch schon hinkriegen. Alles andere mache ich ja auf die Entfernung. Machen wir wieder so. So, dann ist offen. Dann habe ich es jetzt beide mal hier. Jetzt könnte ich sie beide hier reinbringen. Ich brauche natürlich nur einen. Ich müsste... Genau, einer müsste da drauf bleiben. Der hält dann weiterhin offen. Das wäre gar nicht so schlecht. Wobei, sobald ich keine Verbindung mehr habe, ist das auch nicht optimal, sage ich mal. Aber dann könnte ich es schaffen... Oh, Hilfe.
Ich dachte, irgendwann drücke ich mich mal da raus mit dem Würfel. Kann ja gar nicht anders sein. Oder ich drücke nur den Würfel, ne? Das würde natürlich auch schon reichen. Okay, jetzt... Wie machen wir es? Jetzt bringen wir einen... Gott, oh Gott, oh Gott. Einen bringen wir hier hoch. Der macht dann... Ah ne, der macht ja nichts Sinnvolles hier. Das kommt ja auch noch dazu. Der hält ja nur da hinten auf. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Okay, dann wird einer reingezogen. Und dann da rausgedrückt, hatte ich überlegt. Aber dafür muss der andere auch bewegt werden. Außerdem ist jetzt mal die große Frage. Und welcher bewegt wird, ist klar. Also der Laserwürfel kommt in Strahl und der Companion wird sich da irgendwann auf diesen Knopf bewegen. Mache ich das alles von hier oben? Aber wie kriege ich da eine Verbindung hin? Da muss ich mich ja selber rausziehen. Und dann kann man ja wieder gar nicht... Oh Mann, ey. Wie kriegt man denn die Verbindung hin? Ich habe mich ja schon mal... Ich hatte mich doch schon mal da reingezogen. Wie hat denn das funktioniert? Da muss ich hier unten gewesen sein, den Strahl gehabt haben. Und das hatte wiederum mit einer Würfelopferung zu... Oh Mann. Das ist kompliziert. Da muss irgendwas Geniales passieren, wenn der Ausgang aufgeht. Da muss irgendwas kommen. Ich wüsste sonst nicht. Ich habe eine Sprungfeder, die mich an eine Wand klatscht. Ich habe eine Deckenfläche, aber keine Bodenfläche, von wegen Schwung oder irgendwas. Ich habe hier nichts, womit ich dem Ausgang näher komme. Hier nichts in der Verlängerung. Das erschließt sich mir noch nicht. Okay, ja, die Frage bleibt, wie komme ich da mit dem Würfel an? Oder wie lasse ich zumindest den Würfel da ankommen? Dafür müsste ich mich selber reinziehen. Was wiederum nur mit der Würfelopferung geht. Ich hätte den anderen mal vor die Fläche legen sollen. Oh Mann, ey. Dann muss ich mich reinziehen. Aber wie soll ich mich danach wieder rausdrücken? Kann ich von da oben was treffen? Ah. Dass ich, wenn ich da oben drin klebe, dass ich hier durchschieße und da was bewege, ne? Das ist es doch bestimmt. Also das ist ja auch Quatsch. Dann schieße ich das Portal da und hab's nicht mehr da. Also kann ich mit dem Strahl eigentlich nicht arbeiten. Okay, es geht nur um den Würfel. Es geht nur um die Verbindung und den Würfel. Mann, ey. Okay, einmal ziehen. Ja, da oben muss schon ein Würfel kleben. Das muss jetzt der Laserwürfel werden. Ich traue mich nicht, irgendwas zu machen, verdammt. Okay, ich muss es jetzt geschafft haben, da einen Würfel hinzuziehen. Und zwar den Laserwürfel. Oh Mann. Aber den kann ich doch hier wieder auch nicht opfern. Moment, ich kann mich auch selber hochziehen. Das hilft mir aber nicht viel. Dann kann ich die Verbindung nicht halten. Ich muss jetzt die Verbindung dahin herstellen. Die geht nur hier drüber. Das ist auch ungünstig. Scheiße. Okay, aber wenn der jetzt wieder weg wäre, würde sich das ja wieder auflösen. Ich ahne ja noch schlimmere Sachen. Ich ahne ja noch, dass ein Würfel... Und das wäre dann der... Und jetzt wären wir bei dem Thema Touchdown. Das wäre dann der Laserwürfel. Dass ich da eine Verbindung habe. Naja, scheiße. Und der Laserwürfel per... Drückstrahl, so wie ich es jetzt hier hatte gerade. Ja, also ich würde ihn reinziehen. Wo würde ich ihn eigentlich reinziehen?
Dafür müsste der Grill offen sein, was er noch nicht war, oder? Oh Gott, ich müsste irgendeine Verbindung da haben. Hatte ich die schon? Ich hatte es ganz am Anfang, ne, als ich den... Oh nein, ich muss den Laserwürfel... Oh Gott, wie läuft denn das? Ich habe so ein grobes Bild im Kopf. Ich habe leider gerade keinen Satz zu Ende bekommen, aber vielleicht habt ihr mitbekommen, was ich meine. Also, ich will den... Das geht ja auch wieder nicht. Doch, doch, doch. Ich stehe hier drauf. So. Den Laserwürfel habe ich vorher irgendwie reingezogen. Aber wahrscheinlich über dieses Portal. Was ich aber auch halten muss dann. Dann kommt der... Companion auf den Knopf. Das Portal wäre jetzt da hinten. Der würde da den Knopf drücken und den Companion neu rufen. Ich würde hier draufstehen. Wenn der Companion sich auflöst, zieht er den wieder rein. Ja, irgendwie so, irgendwie so. Doch, doch, doch. Ich muss das Ganze da hinten in diesem Raum arrangieren. Und das kann ja heiter werden. Soll heißen, der Laserwürfel muss da reingezogen werden. Wo muss der Companion? Ich muss dieses ganze... Ich muss das... Wie? Der Companion müsste eigentlich da hinten auf dem... Oh, ich habe so das Gefühl, ich mache das noch häufiger. Ja, okay, zweimal. Ich sehe zweimal den Touchdown. Okay. So, was bedeutet denn das? Ich würde sagen, ich muss erstmal beide Würfel tatsächlich da drüben haben. Oh je, Mine. Einer liegt da und macht... Ich muss nämlich selber auch über den Strahl verschwinden. Deswegen muss der Companion da aufmachen und der Laserwürfel wird mit mir... Da... Oh, kriege ich das hin? Jetzt kann es richtig kompliziert werden. Jetzt tun wir mal so, als wenn der Companion hier erst gekommen wäre. So, das war da. Jetzt mache ich diesen ganzen Scheiß nochmal vom Anfang. Oder kann ich es mir schon einfacher machen? Jetzt muss der wieder da in die Mitte. Ja, ich kann es mir einfacher machen. Ne? Nein, so natürlich nicht. So, da muss ich die jetzt in umgekehrter Reihenfolge darüber bringen. Es muss erstmal einer da drauf sein und dann hole ich den anderen nach. Und ich muss sau vorsichtig sein mit dem Portal, weil ich hier anders nicht hoch... Oder? Ja doch, nee, klar, das geht eigentlich immer. Okay, einer muss da rüber. So, was kommt jetzt? Jetzt kommt die Sache wieder. Ah! Ah! Nein! Das ist ja super ungünstig. Okay, das war nicht gut. Der lag schlecht. Der Companion, den gebe ich aber so natürlich nicht auf. Der muss... Wo habe ich ihn hingelegt? Hier? Hier hätte er gut gelegen. Leider lag er da. Okay. Ach, so. Also nochmal. So, ja. Ups. Jetzt ziehen wir... Einmal so und fertig. Uah. Naja, mit viel gutem Willen, ne? Danke, Portal, bist du großzügig. So, jetzt kommt der Laserwürfel wieder in die Mitte. Hierhin, um da hinten aufzumachen. So, jetzt muss ich durch den Grill, aber das ist nicht schlimm. Jetzt nehme ich diesen Strahl und... So, wie komme ich beim zweiten Mal hoch? Das ist alles unabhängig von dem Companion, also ist es gar nicht schlimm. So. Aber jetzt... Jetzt entsteht
das Bild, warum der da wirklich auch drauf sein muss. Weil ich als nächstes halt den Laserwürfel opfere. So, muss ich hier wieder raus. Oh. Den Laserwürfel opfere. Muss ja jetzt da wieder hoch. Und mit dem aber dann dahin will. Also der würde jetzt nicht mehr, der Laserwürfel würde nicht mehr aufhalten, aber der Companion hält jetzt von innen auf. So, jetzt opfern wir wieder. Diverse Male, fürchte ich. Nö, gar nicht so viel. Jetzt machen wir einmal den. Jetzt schon mal hier vorbereiten. So, und jetzt mit dem Laserwürfel rüber. Oder muss ich überhaupt mit dem Laserwürfel rüber? Was wollte ich denn als nächstes machen? Ja, ich wollte mich mit ihm da reinziehen. Ich kann ihn jetzt eigentlich schon... Brauche ich ihn zwischendurch, ist die Frage. Sonst kann ich ihn nämlich jetzt schon reinziehen. Wichtig ist halt, dass der Companion auf dem Knopf ist, damit ich mich selber da rausziehen kann. Ich denke, ich kann ihn schon mal vorschicken. Das ist nicht so schlimm. Dann ist der jetzt schon mal da am Ziel. So. Jetzt kann ich schon mal drüber nachdenken. Also. Ich selbst werde da ankommen und werde hier runtergehen und kann, wenn ich... Ich kann beliebig den... Companion neu rufen, das ist das Tolle daran. Ich kann immer wieder diesen Knopf drücken über den Strahl. Ich glaube, das soll es sein. So, hier oben ist alles easy. Den lasse ich im Strahl, weil der muss später da unten rauskommen, sage ich jetzt mal. Jetzt allerdings kommt der erste Touchdown. Damit ich den Companion wieder hier drin habe und gleichzeitig dieses Portal gehalten habe. Da ist er. So. Jetzt kommt der zweite Touchdown. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Also jetzt lege ich den Companion darauf, dann passiert das gleiche wieder. Der löst sich auf. Den werde ich da nicht holen können. Oh, jetzt sehe ich schon wieder das nächste Problem. Ah, nee. Jetzt haben wir es. Moment. Schöner Timer, der dadurch auch entsteht. Da kann man schon sehen, was passiert. Zack, wieder kaputt. Tut mir leid, armer kleiner Companion. So, jetzt hat er sich wieder zurückgezogen. Ist da. Und jetzt ziehe ich mich zu ihm hin. Und dann habe ich endlich diese Portalverbindung. Lass ihn immer noch hier drin. So, das hatte ich vorhin schon so grob im Kopf. Was ich mit dem mache, weiß ich noch nicht. Aber ich... Oh Gott, vielleicht kann ich den überhaupt gebrauchen. Also ich drücke den jetzt in den Raum rein. Jetzt wird es ja kritisch, weil... Also das Portal muss erstmal weg. Ich kann über das Portal nicht da reinkommen, denke ich. Ich muss wieder über den Ziehstrahl gehen. Das heißt, ich... Na gut, jetzt passiert ja gar nichts. Wenn ich das Portal umsetze, dann ist der Laserwürfel da safe. Jetzt ziehe ich ehrlich gesagt noch den Companion mit mir rein. Und kann aber nichts mit ihm machen. Also ich will ihn nicht im Strahl lassen, weil ich sowieso das Portal verlieren werde. Und ich weiß, ich habe keine Ahnung hin. Ich lege ihn mal hier so auf die Kante, dass ich ihn vielleicht von unten greifen könnte, wenn ich nochmal runter... käme, aber ja, andererseits will ich ihn auch hier oben haben, aber hier oben bringt er mir nichts. Ich weiß nicht, ich zum Speichern ist es auch fast wieder zu spät. Ich hätte mal zwischenspeichern sollen. Das ist schwierig. Ich mach's mal jetzt lieber nicht, weil ich schon was Falsches gemacht haben könnte. Ich bin jetzt ehrlich gesagt gespannt, was hier passiert. Ich erwarte ein Wunder, ein kleines. Ja, schön. Und nu? Ah. Hab ich aber auch spät entdeckt. Scheiße. Oh nein. Ich hätte ihn nochmal... Nein. Nein, ich hätte es speichern sollen. Ich hätte den Würfel nochmal runterbringen sollen. Oh, shit. Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, was mein letzter Speicherpunkt war. Ach, das ist aber auch Strafe, dass ich diese...
Fläche zu spät entdeckt habe. So, ich bin hier drüben. Ja, das ist auch kein so schlechter Speicherpunkt. Dann führen wir nochmal die beiden Touchdowns durch. Ist doch auch nicht schlecht. So, führen wir. Jetzt musste ich den ja wieder auflösen. Hä? Nee, ach so, ich war noch vorm Auflösen. Okay, aber egal. Geht ja schnell. Jetzt habe ich den ja schon. Jetzt ging der da rein. Oder auch mit mir später, wäre egal gewesen, aber ich mach mal so. So. Raus hier, den lasse ich da noch. Wie gesagt, der macht jetzt seine Touchdowns. Und zwar einmal mit mir. Und einmal mit Würfel. Ach, lustig ist das schon. So, jetzt ist der andere da unten. Er ist da. Ich ziehe mich zu dem rein, drück ihn danach hier hin, genau. Aber was bedeutet denn das? Wenn ich diese Fläche nutzen will, muss ich da doch wieder auch mit dem Drückstrahl rein. Nee, oder hier hoch und den Ziehstrahl haben? Das würde ja ehrlich gesagt schon reichen. So, wie war denn das? Ich bin jetzt eh runtergegangen und habe den da rausgedrückt. Dafür muss ich runtergehen. Der landet so, dass ich ihn hier nicht holen kann. Das soll auf jeden Fall verhindert werden. Und ich konnte... So, warte mal, ich kann ja so drücken. Ich glaube, ich schlag hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, weil... Oh, hä? Da kam kurz der Laser durch. Also, der Laserwürfel ist jetzt da irgendwo. Wenn ich das blaue Portal wegmache, nämlich dahin... Dann landet der da, also dann liegt der da, so wie vorher auch. Und gleichzeitig ziehe ich jetzt den Companion weg. Erst drücke ich kurz, dann ziehe ich aber. Behalte den Strahl, den Ziehstrahl dann. Und kann ihn da unten einsetzen und laufe ja durch den gelben Grill, wo ich ihn behalte. Das ist eigentlich ganz simpel. Da habe ich einen blöden Fehler gemacht. Aber ja. Nun wird leider der Companion nochmal sterben. Das ist wirklich was, was wehtut in dieser Kammer. Aber ansonsten hätten wir es doch, oder? Ho, jawohl. Ach, schön. Da habe ich lange Zeit gedacht, wie kriegst du denn das noch hin? Aber coole Kammer. Ganz schön tricky, aber es greift alles super zusammen. Hat den Daumen nach oben verdient, ganz klar. Und ihr werdet vielleicht demnächst erfahren, warum ich diese Kammer gespielt habe. Da lasst euch mal überraschen, vielleicht erinnert ihr euch dran. Wird nicht so lange her sein dann, also werde ich nicht erst in einem halben Jahr das, was da noch kommt, dann präsentieren. Aber ihr werdet dann Bescheid wissen. Ja, und da könnt ihr mal gespannt sein. Ich bedanke mich schon mal fürs jetzige Zusehen und natürlich auch für zukünftiges. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.